Sollen wir hier noch eine Kamera aufstellen, falls wir gleich flüchten möchten und irgendwie gucken möchten, was hier los ist? Wir müssen nicht flüchten, Pan. Okay. Wir müssen dann nicht flüchten. Ja nicht. Ich sammle Äste. Bigfoot. Willst du spielen? Hm? Ja. Oh, wir haben hier ein kleines Spielzimmer für dich angerichtet, mein Freund. Oh, scheiße. Und wir sind deine wunderbaren Gesellschafter. Bigfoot, Bigfoot, Bigfoot. Da kann man nicht, vielleicht, oder? Warte mal, kann man vielleicht in dem Campfire Fleisch machen? Nee, ne? Oh, Mist, das wollten wir doch probieren. Ach so. Warte mal. Ja? Nee, kann ich nicht. Nee, ich kann nur Stecker hinlegen. Ja. Schade. Okay, Bigfoot, es wird Zeit. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Pan. Jetzt müssen wir halt echt erstmal warten. Das ist halt... Krass. Ja, das ist egal. Wir haben alles vorbereitet. Nee, ich meine, jetzt wird es halt extrem spannend. Also richtig, richtig spannend. Sollen wir die Fallen noch bedecken, damit er die nicht sieht? Nicht, dass das Pan, ich glaube, wenn der auf unser Aggro ist, das interessiert ihn nicht. Also bisher hat ihn das wirklich nicht interessiert. Aber wir können es trotzdem machen. Puh, obwohl nicht, dass ich da selber reinrenne. Obwohl, komm. Sag einfach E drücken. Genau, perfekt. Oh, Bigfoot. Oh, Bigfoot. Die Höhle hieß auch uralte Höhle, ne? Zeig mal. Glaube ich, oder? Oh, ja. Ja. Und uralte Steine. Oder, nee, mystische Steine. Wie heißen die anderen Höhlen? Die heißen nicht, die sind nicht so alt, ne? Nee, Gletscherhöhle und Berghöhle. Meinst du, hier ist noch irgendwas? Ich meine, das sind alles so Secrets, die kann man mit einer HWSQ irgendwann einfach aufdecken. Aber, diese ganzen Sachen, die haben wir halt jetzt komplett durch Zufall gefunden. Ich habe keine Ahnung. Medipack gefunden. Fallen gefunden. Sehr geil. Bigfoot! Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass die Plätze, also die Türme und die Höhlen halt random sind. Weil ich denke, dass die schon immer an der Stelle sind, wo sie jetzt auch sind. Also die wir gefunden haben, quasi, ne? Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir da nicht alles finden. Da auch noch was für später. Was passiert denn, wenn wir den getötet haben? Ich weiß es nicht. Kommt so ein schwarzer Bildschirm. Winner. Das toll. War's. Das wäre halt toll. So low. Also sorry, aber das wäre halt echt traurig. Ja. Wenn man hier mega geil alles irgendwie vorbereitet, weißt du? Wir müssen. Also heute könnte jetzt der Tag sein, wirklich, an dem wir es schaffen. Es könnte sein, ja. Ich bin voll happy. Es könnte wirklich passieren. Ich laufe mal ein Stück, vielleicht. Mhm. Aber bisher gar nichts. Kannst du Stöcke unterwegs sammeln, sodass du das Feuer immer... Das Feuer immer Tito! Tito in Feuer! Wie viele Stöcke habe ich denn? Bigfoot. Ah, ich habe 9, okay. Okay, okay! Komm, wo, ey, du geiles Sau. Wo? Irgendwo aus dieser Richtung. Aus links, genau da, wo du gerade hinguckst. Okay. Irgendwo da. Da ist er! Wo, oh mein Gott! Nein! Scheiße! Hä? Was zum Teufel? Ist er in der Falle? Wo ist er? Was passiert hier gerade? Wo ist er? Okay, ich lebe noch. Fuck you! Warte jetzt, wo ist der? Ja, wie zum Teufel hat der mich denn gehittet? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Pan. Vor allem, du stehst da hinten. Ja. Okay, einmal konnte ich schießen. Okay, ich stand noch viel zu weit. Nein, ich stand noch viel zu weit dran. Weil ich der ist halt einfach, super. Der ist nicht in die Falle gerannt. Wir müssen da näher dran stehen gehen. Wir müssen hier in die Mitte stehen. Warte, rein. War das Feuer nicht an, Pan? Nein, nicht? Wirklich nicht? Dann können wir halt nicht in der Mitte stehen, also... Ah, okay, ja. Entschuldigung, das... Ja. Komm, Bigfoot, komm her. Komm her, Alter. Wir haben doch ein Date. Der war nicht in der Falle, okay. Der war bei mir. Ist aber eigentlich Mann, alles der gut. Der ist halt einfach vorbeigerannt. Aber das kommt aber immer so plötzlich. In dem Moment bin ich immer so... Was? Wie? Wo? Ja, eben. Das war bei mir aber genauso. Aber nicht nochmal. Hier, der ist nach unten gelaufen, hier. Nee, das gibt es nicht. Soll ich trotzdem in der Nähe hier einfach ein Feuer machen irgendwo? Weil der wird davon echt angezogen. Kannst du da vorne irgendwo ein Feuer machen? Wird der davon angezogen? Bist du dir sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube echt, der kam jetzt die ganze Zeit immer, wenn wir Feuer hatten, kam der. Okay, dann mache ich das an, okay? Ich mache das Feuer einfach nochmal an. Nee, hier nicht. Du hast schon recht, wir sollten in der Mitte stehen. Irgendwo da, ja. Einfach nur, dass der in der Nähe ist. Okay, wie mache ich das? Achso, hier. Jo. Okay. Okay, Bigfoot. Jetzt aber. Aber ich konnte das war ja mega strange. Man sieht's noch nicht. Das war ja mega strange jetzt. Und ich habe schon wieder anvisiert, ey. Oh. Ja, wenn er so nah dran ist, aber das mache ich auch aus Panik immer. Ja.
Müssen halt nur aufpassen, dass wir aus Panik nicht in die Falle reinlaufen, weil das wäre ja, ein bisschen bitter. Ich habe voll Angst davor, deswegen gucke ich schon immer. Okay, hier ist eine Falle, hier ist eine Falle. Komm schon, Bigfoot, komm schon. Oh mein Gott, ich bin so angespannt. Ich bin so fucking angespannt. Weißt du was? Ich mache hier hinten einfach auch noch ein Feuer. Warum denn nicht? Kann er die ganze Zeit noch Äste sammeln? Alles in Ordnung. Voll die Signalfahne. Oh, Äste, Äste? Haben wir hier irgendwo noch Äste? Ja, hier ist noch einer. Ich nehme den nochmal auf. Ja, einfach nur. In den Fall der Fälle. Ich habe noch drei. Oder Zweige. Wow. Oh Gott. Komm schon, Bigfoot. Es wird Zeit. Oh, stell dich deinem Schicksal, Mann. Ja. Ich hätte jetzt echt gedacht, der rennt in die Falle rein, ne? Aber der ist halt komplett daneben gerannt. Ja, weil ich doofe natürlich hier auch stand. Ja, aber ich stand ja genau bei dir. Ich stand ja da auch. Scheiße. Also alles gut. So, nachladen. Komm schon. Gott, er muss jetzt gehen. Ich frage mich halt auch, ob der irgendwie sich anbrennen kann, weil der ja wenn er mit Felder irgendwie reinrennt. Ich weiß es nicht. Das war ja. Also Sinn würde es natürlich machen. Ich meine, wir können es auch verbrennen, aber. Mhm. Weiß man halt alles nicht, ne? Weiß es echt nicht. Ich geh mal kurz mit hier. Es gibt doch bestimmt hier noch welche Easter Eggs. Irgendwo, wo man hinguckt, dass man das dann was sieht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke schon. Am Anfang. Es wäre so lustig, wenn da irgendjemand steht und so und winkt oder so. What the fuck? Ich habe auch gedacht, wie geil wäre es, wenn man von weitem das Haus gesehen hat, wenn da irgendwie kurz ein Schatten am Fenster zu sehen wäre. Das wäre ja auch voll cool. Voll geil. Voll. Weil so an sich ist mit dem mystischen Stein und so, kann man eine richtig schöne Story hier halt mit einbauen. Ja, aber, es könnte halt... Genau, aber ohne die Geschichte richtig zu erzählen, weißt du? Sondern also ja. Man muss halt, kannst du dir die ganze... Können machen die Leute die ganze Zeit... Halt, ne? Genau, so Theorienvideos... Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich rede wieder so viel. So Theorienvideos und dann würden sich alle in Foren wieder austauschen. Ich liebe das. Ja, das ist so cool. Das finde ich halt bei GTA oder so oder solchen Open-World-Dingern halt immer cool, weil das halt wirklich, wirklich viele Sachen gibt, die man da entdecken kann. Ich weiß noch damals mit dem Geist und so. Mit dem Geistermädchen und halt mit dem Bigfoot. Und unter Wasser, mit dem UFO und was wir alles gesehen haben, ey. Ja, es war so cool. Ich hoffe wirklich, das wird es bei Red Dead Redemption auch geben, weil das wäre halt mega geil, wenn wir das halt machen könnten, ne? Mhm. Das wäre so super. Dass wir doch einen Multiplayer haben, oder? Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Das wird cool. Das wird cool. Sag mal, jetzt Bigfoot. Oh, das Feuer da hinten, das neigt sich dem Ende. Vorhin, als ich hier rumgelaufen bin, da kam er halt, ne? Also, der hat halt kurz geschrien. Hallo? Kurz aufgeschrien. Schade, ich krieg's nicht wieder an. Komm schon, Bigfoot. Komm schon, Anemahanemohane. Anemahane. Anemahane, wir haben 3:55 Uhr. Wir tragen ein anderes Parfüm, deswegen kommt der erstmal nicht. Aber komm, wir haben den fast. Doch, Pan, der kommt jetzt gleich. Gleich ist es soweit. Und dann schießen wir beide rein, dann geht das irgendwie. Bei dem mystischen Stein getötet. Ja, besser geht's doch nicht. Also, sorry, aber... Das ist voll gut. Ich hab noch Kaffee drin, juhu. Ich frag mich halt immer noch, warum... Okay. Mm. Hast du ihn gehört? Mhm. Komm, Bigfoot. Ich stehe hier oben. Wie ein Leuchtturm. Ich leuchte ihn sogar an, Bigfoot. Warte mal, wir warten mal hier. Vielleicht kommt er angerannt. Ich muss halt immer gucken, wo ich dann am besten hinrenne. Also wenn aus dieser Richtung, aber... Weiß es halt nicht. Mann, ich will wieder Feuer. Scheiße. Soll ich eben was reinmachen? Es ging bei mir gerade nicht. Ups. Ja, das war natürlich schlau, Kevin. Schön. Ah, cool. So. Soll ich was reinmachen? Schön. Oh Mann. Bigfoot, komm schon. Wo bist du? Ich weiß, dass du irgendwo hier rumrennst. Er lässt immer kurz vor sich hören und dann, weißt du, dann meldet er sich nicht mehr. Mhm. Voll scheiße. Der meldet sich immer nur, wenn er was braucht. Bigfoot ist wie eine Katze, ey. Ja, ist halt echt so. Und dann, wenn sie gefuttert hat, dreht sie sich um und tut so, als würde sie dich nicht kennen, weißt du? Ja, Mann! Ah! Was? Lauf in die Falle! Ja, Moment. Oh, Mann! Entschuldigung. Kannst du kurz? Fuck. Scheiße, tut mir leid. Ey, wie kann das denn sein, warte. So oft... Der ist noch da, der ist noch da. Nee, der ist hier runtergerannt. Ich habe ihn gesehen. Okay, er kommt nochmal. Ich glaube, er kommt nochmal. Ich sehe ihn noch.
Weiß nicht, ob er kommt. Oh ja, er kommt, Okay, von wo? Von hier aus, von hier aus. Ah, geil, geil, geil. Von hier aus, komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein. Was? Ja! Oh! Hä? Hä? Warte, was passiert jetzt? Ich sehe nichts. Ah, da oben ist er, drauf. Hey, ich sehe nichts fahren. Wie, du siehst nichts? Ich seh gar nichts, bei mir ist es voll verbackt. Hä? Oh nein! Siehst du rein gar nichts? Ja, bei mir steht jetzt, Jagd ist erfolgreich. Oh Mann! Ja, dann müssen wir wahrscheinlich. Wann hast du das jetzt gespeichert? WTF, hä? Wann hast du das gespeichert? Ja, da oben am Berg, aber ich hab... Ja, dann sollten wir noch... Ja, okay, ich sag gar nichts. Bobby. Ich hoffe, hat er das jetzt gespeichert, also... Nein, das geht bestimmt jetzt. Ey, es tut mir so leid, ne? Aber ich bin so brain AFK die ganze Zeit, weil wir so lange schon aufnehmen. Hä? Wie? Was? Vor allem, wir bereiten das Mega-Battle vor, dann rennt er da hoch, läuft in die Falle und kippt einfach weg. Und ja, willst du mich verarschen? Weißt du, was das war, so ein richtiger Action-Horrorfilm, so Atmosphäre war da, alles noch da. Er kommt angerannt, das war wie, als ich zum Haus gerannt bin. Ja, weil wie so eine Diva, so, oh, mein Absatz ist abgebrochen, ey. Wir konnten vor allem nichts machen, wir waren halt einfach weg. Scheiße, ja, ich hatte so einen Abspann halt gerade, also so eine Sequenz. Ja, das, ich will die sehen. Zur Not mache ich gleich meine... Zur Not mache ich gleich meine Töten paaren. Oh, jetzt ist das... Ah, warte mal. Hier, so. Ja, ist doch in Ordnung. Machen wir. Vielleicht krieg ich diesmal irgendwie geschissen. Oh Gott. Er kommt einfach eingerannt, ist tot. Wow. Geil. Huch. Huch, da bin ich jetzt aber gestolpert. Das ist blöd gelaufen. Okay, wir beglückwünschen uns. Es war auch geil, dass er genau in die Mitte fiel. Weißt du, auf diesen Stein mit diesen Symbolen drauf. Ja, voll geil. Voll geil. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay. Oh. Falle. Ich weiß nicht, welche Kamera. Warte. Was? Zwei? Ich hab keine Ahnung, welche Kamera. Drei? Ich guck grad. Ich hab keine Ahnung. Ich sehe nichts. Shit. Auch nicht. Hm. Ich versuche ihn irgendwie anzulocken. Du sollst bei uns hin, du Penner. Ja, eben. Ich will das auch sehen. Das war ja mega doof jetzt. Schade. Kriegen wir noch hin. Und ich mach zur Not dann irgendwie meine Kamera aus. Dann kann ich dir die Sequenz nämlich schicken. Vor allem, ich hätte mir gewünscht einfach. Ja. Dass wir vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen rumlaufen können und vielleicht hier gucken, aber. Oder das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Es war direkt zu Ende, Curry. Direkt zu Ende. Aber, okay, wir freuen uns noch nicht. Wir müssen jetzt, wir tun mal so, als wäre das gerade nicht passiert, ja? Hm? Ja. Okay. Okay. So, obwohl wir den Bigfoot heute töten können. Oh ja, das wird eine Challenge. Eine Challenge, ey. Das wird ganz krass werden. Mal gucken, ob das klappt. So, und dann nehme ich wieder einen Arzt. Du hörst dich an, als würden wir gerade blau und schlau gucken. Oh Gott, hast du es auch immer geguckt? Das war. Wir haben blau und schlau gelöst. Das war morgens immer, bevor ich, bei der Ausbildung war, das ist immer, bevor ich losgegangen bin, saß die ganze Zeit da und hab Fernsehen geguckt halt. Ja. Und ja, und dann kam ich auch manchmal ein bisschen zu spät, weil manchmal war es dann doch irgendwie interessant. So, ah, ja, das darf man nicht machen. Das habe ich auch von der Schule immer gemacht. Immer Fernseher an. Ey. Ist da wollte man mal zu Hause bleiben, weil man keinen Bock hatte. Ja, Mann, ey, ja. Also man sitzt da und guckt so Fernsehen und denkt so, oh nee, ey. Boah, ich will doch einfach nur blau und schlau gucken und Barney. Und blau machen halt. Und Captain Baloo. Oh Mann. Und wie hieß der andere nochmal? Der andere Bär, der... Oh, ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß. Aber weißt du, was geil ist? Der Erik und ich, wir haben letztens irgendwie, ne, haben wir so irgendwie Papa geredet Bär oder so, über... Keine Ahnung. Papa Bär. Ich habe ihn gehört. Ja, okay. Aus meiner Richtung. Curry, ist es nicht geil, dass man nicht mehr zur Schule muss? Weil überleg mal, kennst du doch den Geruch von Klassenzimmer mit der Kreide und dem nassen Lappen? Also ich bin ehrlich, ich wünsche mir manchmal wirklich, ich könnte wieder zur Schule gehen. Was? Weil, ja, also es ist aber halt manchmal... Aber Zeit und so meinst du, ne? Das Ding ist halt, du hast halt... In der Schule oder wenn du halt jetzt, sag ich mal, eine andere Arbeit hast, dann hast du ja wirklich, du gehst halt 8 Stunden arbeiten quasi und gehst dann Feierabend. Nach Hause und hast Feierabend, so, ja, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Das ist halt, also man kann sagen, ich meine, klar, wir haben natürlich auch viele Freiheiten und so, das da kann man ja nicht bestreiten, aber man ist halt wirklich immer irgendwie so in einem Auge quasi noch so YouTuber, weißt du? Genau, also du es ist halt allgegenwärtig, du kannst keinen Feierabend machen. Und deswegen... Das ist halt immer so, also das ist, wie gesagt, es ist, ich mach's gerne, ich liebe das hier, auch was wir jetzt gerade hier tun können und so, ne? Ja, natürlich. Aber ich wünsche mir wirklich manchmal so einfach dann nach Hause zu gehen, Feierabend und Ende. So. Und dann das kann man bestimmt auch machen, aber... Ja.
Ja, es geht. Also ich habe mal versucht, eine Weile lang halt Feierabend zu machen. Das hatte ich eben auch versucht, dass man sich eine bestimmte Zeit nimmt und sagt, den Rest mache ich am nächsten Tag. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es ist so schwierig. Es ist wirklich, also es ist, man kriegt es bestimmt hin, aber es ist halt wirklich schwierig. Ja. Weil egal, auch wenn du jetzt Social Media machst oder so, sag mal, du gammelst so rum und machst Social Media, es ist trotzdem noch so ein YouTuber-Ding. Du kannst kein Privat-Social Media jetzt irgendwie machen, weißt du? Ja. Und dann kommt das Schneiden, das Rendern, dann wartest du mit in der Nacht noch, bis es oben ist, damit du am nächsten Tag direkt andere Sachen machen kannst. Das ist das Schlimmste ist halt, wir sind ja Gott sei Dank angestellt und ich bin so froh. Aber du hast, ich glaube, du musst irgendwie auch Kleingewerbe oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr das alle geregelt habt, aber wenn du halt komplett selbstständig bist als YouTuber, der ganze Kram, den du dann und das ist so zum Kotzen. Das ist schon viel. Allgemein, selbstständige Leute, ne? Boah, Hut ab, ne? Ich bin froh, dass ich angestellt bin. Vor allem auch Leute, die dann irgendwie so mit was Kleinem starten und dann so eine mega riesen Firma da raus wird, ne? Alter. Boah, das ist halt so heftig. Mit einer Idee so. Du brauchst nur die Idee. Krass. Nur die Idee und dann auch irgendwie, dass du weißt, wie du es umsetzt. Und ja, das ist stell dir mal diesen Bigfoot vor, weißt du? Wenn der ein bisschen schlauer wäre, dann könnte er sein Land hier voll super vermarkten. Ja, so. Er könnte so immer so weißt du, Safaren anbieten. Ja, weißt du, der natürlich. Er könnte so Touristik-Points anbieten. Er könnte hier so eine Kohle machen. Da müsst ihr auch nicht in so einer verschmuggelten Höhle wohnen, Alter. Ja, so Penner, ey. Warum macht er das nicht? Oh, Mann, ey. Mann, Bigfoot, komm auf die Gamescom, können wir mal quatschen. Nee, ich hab halt den Vergleich. Ich hab den Vergleich zu regulärer Arbeit mit Überstunden und sowas alles und halt jetzt stimmt. YouTube. Und ja, YouTube ist dann nochmal was ganz anderes, ne? Weil ich hatte halt wirklich Feierabend und dann habe ich die ganze Zeit Lineage oder Ion gespielt. Die ganze Zeit, der ganze Wochenende lang, ey. War Party, ey. Virtuell. Aber das ist mir aber auch aufgefallen. Also, wir spielen ja wirklich oft Spiele so, ne? Also, wir nehmen dann meistens auf. Ja, man redet. Aber man sitzt. Es ist halt oft so, dass. Also, früher war das auch immer so, nach der Schule habe ich mich halt wirklich gefreut, mich hier hinzusetzen und dann irgendwie eine Runde FIFA zu spielen oder so, ne? Ich höre ihn von rechts. Ja, genau, warte. Bigfoot! Put, put, put! Nach der Schule FIFA, oh. Ja, und also ich habe es halt dann gemacht und man konnte halt abschalten, ne? Mhm. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt halt hier so spielen und so, dann kannst du halt meistens auch, wenn du dann fertig bist, kannst du halt, kannst du halt... Dann bist du halt auch mal froh, einfach nicht zu spielen, weißt du? Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ich hatte im Urlaub, habe ich mit der Switch halt zwei Adventures durchgespielt. Einmal Long Reach und das andere ist Singularity oder so, keine Ahnung. Ja, aber das ist ja was komplett anderes, als wenn du so im Urlaub bist. Es ist so anders gewesen. Es ist auch mit der Ruhe. Du musst jetzt nicht das perfekte Gameplay irgendwie und du musst dir keine Mühe geben. Und also du kannst halt einfach so erkunden und das aufsaugen quasi, das Spiel. Und so. Würde ich so ein Spiel... Let's Play, wie ich es privat spielen würde, würden wir in 200 Folgen noch nicht dann irgendwie da sein, weil ich einfach sehr gechillt bin. Pan, er kommt, Pan. Okay, aua. Wohin, von wo? Hier, alles hier. Alles klar. Er kommt, Pan. Okay, er kommt. Achtung. Ja, geil. Er ist tot. Nein, noch nicht, oder? Oh, Entschuldigung. Ey, hä? Bigfoot. Hä? Warte mal. Oh, Achtung. Oh, jetzt hab ich... Ich hab sie wieder nicht. Ich sehe sie wieder nicht. Jetzt sehe ich sie gerade auch nicht. Jetzt sehe ich sie gerade auch nicht. Scheiße, Mann! Ich sehe irgendwelche Krüppelbäume. Ja, ich auch. Okay, ich kann es dir schicken, aber da ist leider meine Kamera mit dabei. Ja, das ist doch egal. Das ist egal. Ich meine, Hauptsache, man sieht es ein bisschen. Aber also, cool. Ja, also fliegt halt so ein Heli weg und er ist da unten dran, so. Ach so, also haben wir ihn quasi mitgenommen? Die haben ihn mitgenommen. Der hat jetzt gerade auch noch so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Was ist denn jetzt bei Fortsetzen? Ja, Fortsetzen kommt halt gar nichts, ne? Das ist halt Ende. Ah, so. Ja, Curry! Also, sag mal, herzlichen Glückwunsch! Ja, geil, wir haben Bigfoot gejagt, Leute. Wahnsinn, wir haben ihn erfolgreich gehuntet. Alter, ganz ehrlich, wir haben ihn nicht nur gejagt, wir haben sogar zahlreiche Sachen noch aufgedeckt auf der Map. Ja, und wir waren so gut wie tot. Also, und einmal waren wir tot. Wir haben Bigfoot bei diesem komischen mystischen Stein getötet. Ja, also, voll geil. Wie haben wir ihn genannt? Mystical Yeti mit der... Hier, diese Glitterkarte, diese Glitzerkarte. Ja, die Glitterkarte bei Yubi. Oh. Voll wobei, geil. Könnte auch so einer sein, dass du, wie bei Exodia, alle Körperteile brauchst, weißt du? Oh. Das kann auch sein, aber ich glaube, er ist halt mit einer Glitzerkarte. Und wenn du bis zu dem beschwören kannst, ey, da musst du echt viel erledigen. Also musst du, glaube ich, alle deine ganzen Karten opfern. Und die kannst du dir für 500 Euro auf Ebay dann holen, weil die schon so viel wert ist. Oh, geil. Ja, Curry, das hat Spaß gemacht. Ey, das war wunderschön. Das war echt schön. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass es jetzt vorbei ist.
ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ich habe mich immer, zweite Aufnahme jetzt, aber ich habe mich schon wieder voll auf die Aufnahme gefreut. Und wir machen das aber auf jeden Fall noch mit einer Harvest Moon. Das wird halt, wir müssen irgendwie gucken, dass, ich weiß nicht, ob das während Harvest Moon, wir müssen mal gucken. Aber ich freue mich schon drauf. Also zumindest mal reinschauen kann man ja mit dem Harvest Moon oder ob wir es jetzt abseits machen, das weiß man nicht. Ich glaube, wenn die beiden nicht spielen, dann wollen die eh weiter, ja? Vielleicht jetzt an die Leute, die das hier gerade schauen, kennt ihr ja noch andere Spiele, die ungefähr so aufgebaut sind, weil das würde mich echt mal interessieren. Das macht so Spaß. Ja, dieses Ray können wir halt probieren. Ray kann man halt machen, aber... Es gab noch eins, da war so ein Monster, irgendwie auch so ein Virus, biologisches Monster, irgendwas. Der Erik hat das mal gespielt. Aber es war ein bisschen so wie Forest, aber das musste man auch jagen. Ich musste mal gucken. Wahrscheinlich steht es gerade die ganze Zeit in den Kommentaren, aber ja wenn ihr... Das ist halt das Geile, die Leute wissen halt immer Bescheid, das ist perfekt. Ja! Ja, dann Dankeschön für die ganzen Tipps auch, ne? Also sonst hätten wir das jetzt, glaube ich, nicht... Ja, das stimmt. So gut geschafft. Geil. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir den heute töten. Nö, ich auch nicht. Fangen. Ich glaube, wir nehmen einfach irgendwie 5 Folgen auf oder so. Voll jetzt cool. Sind wir halt hier und wir fertig. Und wir haben jetzt gleich... Abgeholt. Guck mal auf Uhr. Also wir haben jetzt gleich... Wir haben jetzt 1 Stunde 59 noch aufgenommen. Das heißt, wir haben fast 3 Stunden Bigfoot. Ja. Das heißt auch also nach Gamescom. Also wir haben noch ein paar Folgen. Also es könnte sein, dass... Es müsste eigentlich über den Gamescom hinausreichen. Auf jeden Fall. Also, mal gucken, was als nächstes kommt, ne? Ich freue mich. Und Curry, ich freue mich auch. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, Pan. Ja, ich... Oh, Curry, irgendwann in 4 Jahren geht's dann weiter so. Da sind wir wieder, weißt du? Ja, so, hey, Curry, lass mal wieder was zusammen machen. Jetzt sind 4 Jahre wieder um. Nee, das müssen wir mal öfter machen, ey. Geil. Ja, dann sagen wir einmal vorübergehend Tschüss zu Bigfoot. Ich schicke dir den Ehre. Clip noch. Ja, also ihr werdet ihn auf Currys Kanal wahrscheinlich gesehen haben gerade. Und, ja, geil. Freue ich mich. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dass ihr auch so mitgefiebert habt. Weil es hat sich so für mich so angefühlt, weil die Leute haben ja viel auf Twitter geschrieben und so. Es hat mich immer angefühlt, als für mich so angefühlt, als würden die Leute das wie so eine Serie finden, weißt du? Ja, so cool. Das war echt voll cool. Wie so eine Serie. Und man hat so oft gelesen, es ist so spannend und wir fiebern immer mit. Das ist echt cool, das zu lesen. Das habe ich aber auch gelesen, dass das Leute wirklich mit mehreren gucken oder so, mit Kollegen und so. Das ist voll echt geil. So geil. Liebe Grüße hier, ey. Voll cool. Wir machen sowas nochmal. Wir machen sowas nochmal. Weißt du? Sicherlich. Achso. Ja. Dann hau rein, ne? Ja, hau rein. Hör mal. Ja, dann tschüss. Tschüss.